ein Massaker, von dem niemand weiß, direkt vor unserer Haustür. Das Massensterben auf hübschen kleinen Kuttern auf der Nordsee. Die Küste des Ärmelkanals. Politik und manche Umweltorganisationen behaupten, hier würde nachhaltig mit kleinen Booten gefischt. Zu kleine und zu junge Fische würden gerettet und ins Meer zurückgeworfen. Aber ist diese Fischerei besser als die auf den Fabrikschiffen Asiens? Soko Tierschutz war undercover auf kleinen Trawlern und wurde Zeuge vom qualvollen Sterben und massenhaften Tod der zu kleinen und zu jungen Fische. Tausende von Haien ersticken quälend langsam. Rochen und Seezungen werden bei vollem Bewusstsein aufgeschlitzt. Und viele Meerestiere einfach zertrampelt. Ist ein Tier zu klein für den Fischmarkt, landet es zwar wieder im Wasser, ist aber längst erstickt. Meereskrabben wie die Seespinne werden als unerwünschter Beifang zertreten und ins Meer zurückgeworfen. Dieser kleine Trawler von knapp 15 Metern Länge tötet mit jeder Fahrt zigtausende Tiere. Dieser kleine Hai kämpft um sein Leben, versucht ins Wasser zu entkommen. Er schafft es nicht. Zu ersticken ist eine menschliche Urangst. Diese Tiere erleben es tagtäglich zu Hunderttausenden. Sie kämpfen um ihr Leben und sind stumme Zeugen eines Schicksals, das die Fischereibranche nur in Milliarden Tonnen beschreibt. Es sind aber Lebewesen, Individuen, Rochen, Tintenfisch, Seezunge, Hundshai. Kein Tier wird betäubt. Die Tiere ersticken. Oder sie werden zerquetscht. Sie verenden an zerrissenen Organen oder werden bei vollem Bewusstsein geschlachtet. Diese Art der Fischerei sieht man gerne auf Postkarten. Der Fisch aus ihrem Fang landet auch bei uns im Handel. Fische fühlen, kommunizieren und leiden genauso wie wir. Sie sind Individuen und wollen wie jedes Lebewesen überleben. Hilf mit, denn Fische, Meere und unser blauer Planet haben nur eine Zukunft, wenn wir auf Fisch und Meeresfrüchte verzichten.